Hallo. Ist immer noch kein Schminkvideo, kein Schminksammlervideo. Ich mache gerade. Das wird ein Lava-Video. Ein deprimiertes, depressives Lava-Video. Wo ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und ob ich das überhaupt hochlade. Mir geht's gerade irgendwie, mir geht's gerade beschissen. Wie beschreibe ich das jetzt? Also ich bin immer noch auf der Suche nach Arbeit. Ich hatte jetzt vor kurzem eine gute Möglichkeit oder was gemacht, wo ich gesagt habe, da hatte ich Freude dran und das hat mir Spaß gemacht und das lief auch richtig gut. Und jetzt letzte Woche wurde mir dann eben mitgeteilt, Anfang letzte Woche, ich glaube, dass ich das nicht machen kann, weil da Projekte weggefallen sind, um das mal jetzt am Rande zu beschreiben. Und jetzt muss ich wahrscheinlich wieder was machen, was mir absolut missfällt. Also was heißt was machen? Das ist im Grunde genommen dasselbe, aber eben beim anderen Arbeitnehmer. Und ich weiß nicht, oder sagen wir es mal so, ich habe bei dem Gedanken, dorthin zu gehen, kein positives Gefühl und habe mich so ein bisschen auf das andere versteift. Und jetzt klappt das nicht und ich bin so ein Mensch, der sich davon sehr leicht runterziehen lässt. Und bis gestern oder bis vorgestern habe ich das versucht zu kompensieren und das ging einigermaßen gut oder einigermaßen schlecht, das können immer nur andere beurteilen. Die mich kennen, haben es gemerkt, dass irgendwas ist und beziehungsweise wussten das ja dann auch und es kotzt mich einfach nur an. Ich habe echt die Schnauze voll. Ja, jedenfalls wollte ich das jetzt einfach mal loswerden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Video hochlade. Das werdet ihr ja dann sehen. Und wo ich mit den Satz auch sparen könnte. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so ging. Logisch, dass ich das nicht weiß. Mir schreibt ja irgendwie auch keiner. Also, stimmt nicht. Ich habe ein paar Kommentare gekriegt und ich werde es kaum, er glaubt es kaum, ich habe 9 Abonnenten, das finde ich echt cool. Nein, also ich mache gerne Videos und ich mache das, weil mir das Spaß macht und ich mache die, wenn ich Lust habe, die zu machen. Und ich habe jetzt eigentlich Lust, Video zu machen, aber ich habe jetzt keine Lust, euch meine Schminksammlung zu zeigen. Ich wollte jetzt einfach nur, auch wenn es ein sehr depressives Video ist, es ist mir aber gerade sowas von egal. Ich muss labern und ich muss das loswerden und ich weiß nicht, ob es mir danach besser geht oder wie auch immer. Und es tut mir auch leid, dass ich nicht in die Linse gucke, aber es ist mir jetzt Rotze. Und eigentlich versuche ich mich hier gerade selber nur zu motivieren, dass alles gut wird. Und was mich ankotzt, ist, dass mich das so dermaßen runterzieht, dass es eben auch im Alltag, dass ich das nicht kompensieren kann oder mir sagen kann, Hauptsache, du hast einen Job. Kennt ihr das? Klar, es ist richtig, Hauptsache, ich habe einen Job erstmal. Aber wenn man schon was hätte haben können, was ein bescheuerter Ausdruck ist, aber was einen Spaß macht und schon so eine teilweise Zusage gekriegt habt und dann auf einmal, nee, doch nicht.
oder ihr habt was euch gewünscht und habt euch da schon so drauf versteift und dann klappt das doch nicht und ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, dass einen das dann echt runterhaut und ich habe jetzt so zur Zeit gerade null Bock auf nichts. Das Einzige, was mir wirklich so, wozu ich Lust hatte, ist jetzt dieses Video zu drehen, aber ich habe nicht mal Lust. Ich habe mir zum Beispiel zwei Strumpfhosen geholt bei Aldi. Thermostrumpfhosen und ich wollte die eigentlich mal anprobieren, aber die liegen immer noch hinter mir und ich habe absolut keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich sitze nur hier, gucke Videos und hoffe, dass es mir bald besser geht oder warte die Zeit ab, bis ich mein Kind wieder vom Kindergarten abholen kann. Ich weiß, man könnte sauber machen, man könnte abwaschen und bla 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 Sport machen, den ich ja eigentlich machen müsste. Aber ich habe absolut keinen Bock. Das ist noch zu harmlos ausgedrückt. Mir geht's echt scheiße. Das ist echt alles scheiße. Fast alles scheiße. Und ich hoffe, dass ich vielleicht noch Glück habe, dass sich was ergibt die Woche. Sonst drehe ich echt am Abend. Nee, tue ich nicht. Dann mache ich das, was ich machen muss, aber dann geht es mir nicht gut dabei. Es würde mich mal interessieren, ob ihr eigentlich schon mal sowas machen musstet, wo es euch, weil ihr froh wart, dass ihr überhaupt was hattet, jetzt ob nun Arbeit bezogen oder keine Ahnung, ja, meistens ist es ja dann auf Arbeit bezogen. Also ob ihr schon mal froh wart, überhaupt was zu haben, aber es hat euch überhaupt keinen Spaß gemacht und ja, naja, es hat euch so ein bisschen deprimiert und ja. Wie Sie sehen, sagt sie nichts. Ja, gibt es sonst was Neues? Nein, gibt es nicht. Alles scheiße eben. Doof, wenn das nicht klappt, was man sich vornimmt. Na gut. Meine Haare liegen auch wie Arsch. Vielleicht doch etwas anders schneiden lassen sollen. Egal, auch egal, auch egal, alles egal. Mein Aussehen passt zu meiner Stimmung. Und meine Nägel auch. Krass, oder? Die werde ich jetzt, glaube ich, mal abmachen. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Ich versuche mich zu motivieren. Und sie zu erfüllen, also die Schminksammlung, beziehungsweise, ja, wie wollt ihr das eigentlich haben, Schminksammlung? Ich weiß jetzt gar nicht, wer das geschrieben hat. War das die Bettina oder die Maria oder so? Irgendjemand von euch wollte gerne mal meine Schminksammlung sehen. Habt ihr da eine Vorstellung, wie ich euch das zeigen soll? Also alles einzeln, Lidschatten, jeden Lidschatten einzeln oder so im groben Allgemeinen, was ich so an Sammlung habe. Das könntet ihr mir mal bitte noch reinschreiben in die Kommentare. Und dass ich so ein, also ich könnte zwar beides machen, erstmal grob und dann gestaffelt jedes Video einzeln. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn ich euch erstmal ein Video zeige, wo ich so nochmal den Tisch zeige und was ich im Ganzen alles habe und dann jeweils einzeln ein Video eben zu Lidschatten, dass ich euch meine ganzen Lidschatten zeige, meine ganzen Lippenstifte, so viel habe ich ja eigentlich gar nicht. Also ich habe auch nicht so viel Rouge.
Wie findet ihr das? Also ein Video Lidschatten, ein Video Lippenstifter, ein Video Puder, wobei das Puder und sowas, Blushes und sowas sehr, sehr kurz wird, aber da könnte ich ja dann zur Not meine Mascaras oder meine Pinselsammlung noch mit reinnehmen oder so, damit es ein bisschen länger wird. Ja, was hättet ihr davon? Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das für euch okay ist. Gut, jetzt geht es mir gerade einigermaßen besser. Ich erzähle, was ich den ganzen Tag schon nicht gemacht habe. Ich wünsche euch jedenfalls da draußen einen freudigeren Tag wie mir. Und ich hoffe, ihr lasst euch nicht so runterziehen von den Ereignissen, die sich so tun bei euch im Leben. Und drücke mir selber die Daumen, von meiner Brille geht die Farbe ab. Na klasse. Und drücke mir selber die Daumen, dass sich was Positives tut in Sachen Job, Arbeit oder wie auch immer. Und ja, wünsche euch dann noch einen frostigen Tag. Macht's gut.